Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum nächsten Update DATEV Challenge Route 2024. Die Abmeldeschwelle 1. Juni rückt näher. Das bedeutet, ihr bekommt 70% von eurem Startgeld bis zum 1. Juni zurück. Danach ist es etwas weniger. Also solltet ihr jetzt schon wissen, dass ihr nicht starten könnt, bitte meldet euch vor dem 1. Juni ab. Für alle, denen danach eventuell noch was passiert, gilt natürlich die Abmeldemöglichkeit bis einen Tag vor dem Rennen. Dann haben wir jetzt den Event Guide online. All die schönen Sachen, die wir außerhalb des Rennens auch noch anbieten, sind jetzt veröffentlicht. Schau da gerne mal rein. Wir haben wirklich ein riesengroßes, buntes Rahmenprogramm zusammengestellt, prall gefüllt mit dem Bambini Run für die Kleinsten, dem Night Run, dem Challenge for All, dem Junior Challenge, neue Elemente wie Yoga-Angebote am Festival Market, Veranstalter-Talk und Highlights aus 40 Jahren Triathlon hier in Rot. Da wird es in Kürze auch nochmal ein Update dazu geben, weil wir eine große Ausstellung am Festivalgelände planen. Der Wettkampfzeitplan ist jetzt auch veröffentlicht. Wir starten dieses Jahr 5 Minuten später. Um 6:35 Uhr starten die Profis und um 6:37 Uhr die Profi-Damen. Das liegt an der ARD-Live-Übertragung am Nachmittag, damit wir da genau in den richtigen Slot reinrutschen. Die Startnummernvergabe ist in 3 Wochen abgeschlossen. In 3 Wochen könnt ihr eure Startnummer im digitalen Starterbeutel erfahren. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Der digitale Starterbeutel wird in Kürze online gehen. Ihr bekommt eine E-Mail, eine Informations-E-Mail. Schaut da gerne rein. Wichtige Informationen für euch, aber auch tolle Partnerangebote im digitalen Starterbeutel. Was ist der digitale Starterbeutel? Es ist die Ergänzung des Starterbeutels, den ihr hier in Rot physisch bekommen wird. Der ist dieses Jahr im Übrigen prall gefüllt mit ganz tollen Geschenken an euch. Und damit wir nicht zu viel Papier verschwenden, gibt es eben den digitalen Starterbeutel, wo wir euch die ganzen Dinge, die wir sonst ausdrucken müssten, zur Verfügung stellen. Um mich herum, die neue Casual-Kollektion ist wirklich richtig toll geworden. Schaut gerne mal in den Shop, seit heute erhältlich. Dann habe ich noch einen Service für euch. Solltet ihr an euren Rennmaschinen Aufbauten haben, wo ihr euch unsicher seid, ob die Deutsche Triathlon Union und der Bayerische Triathlonverband das beim Check-in so genehmigen, schickt es uns bitte vorab per Foto zu. Generell gilt, herstellerseitige Geschichten, Lenker, Oberlenker, Flaschenhalter etc. sollten immer durchgehen. Spezialgeschichten, Dinge aus dem 3D-Drucker, Einzelanfertigungen, Eigenanfertigungen, die müssen tatsächlich betrachtet werden. Wenn wir keine Diskussion haben möchtet am Samstag beim Check-in, schickt uns bitte ein Foto an andrea@challenge-rot.de. Andrea wird dann mit der technischen Kommission drüber gucken und euch individuell eine Antwort geben. Das war's für heute. Schönes Training, bleibt gesund und bis bald.